Sie kommen aus Syrien, Afghanistan, Guinea oder Kamerun. Alle haben eine lange und gefährliche Reise hinter sich, Familie und Heimat zurückgelassen. Ihr Film Um zu leben zeigt ihre Geschichte. Die Filmemacher Miriam Puccita und Michael Chauvistré haben den Film zusammen mit den Jugendlichen realisiert. Als wir uns das erste Mal getroffen haben im Zeitungsmuseum, in der Bibliothek, und jeder für sich die Geschichte geschrieben hat auf Papier, dann stellte es sich raus, es war alles so mit sehr, sehr ernst und sehr tragisch auch. Ja? Also alle Kinder haben von Verluste erzählt, von Tod des Vaters oder ein Freund, der Selbstmord begangen hatte. Es waren alle ganz dramatische Geschichten. Und dann war die Überlegung, gut, es ist echt alles sehr, sehr extrem, sehr radikal. Aber wie können wir dann aus all diese kleinen Geschichten dann eine Geschichte schaffen? Abdoulaye floh aus Guinea. Seine Odyssee führte ihn über Mali und Algerien nach Spanien. Dort verbrachte er einige Monate in Madrid und Bilbao auf der Straße, bis ihm ein Unbekannter die Weiterreise nach Deutschland organisierte. Er hat gesagt, wo willst du hin? Ich sage, Hauptsache in Deutschland. Ich weiß nicht wo, aber Hauptsache in Deutschland. Mein Ziel war Fußball spielen. Er hat gesagt, ja, okay, ich kann dir helfen bis in Deutschland. Ich weiß nicht, welches Ticket hat er genommen, aber auf jeden Fall hat er ein Ticket gekauft von Bilbao bis Deutschland. Dann bin ich bis zwischen Belgien und Aachen, hat die Polizei mich festgenommen. Der Film zeigt ein realistisches Bild der Flucht, thematisiert die Sehnsüchte und Nöte, die Todesangst, Obdachlosigkeit, Hunger und Durst. Bis zur Festnahme an der belgisch-deutschen Grenze in Lichtenbusch. Ja, die Dreharbeiten waren lustig, man hatte echt auch immer Spaß, man hat sich auch untereinander besser verstanden, man hat schnell kennengelernt. Ja, war sehr schwer und sehr lustig auch. Ich habe viele Leute kennengelernt, die waren auch auf meiner Schule und früher hatten wir keine viele Kontakte, jetzt viele Kontakte hatten wir. Ja, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Sie sind auch selbstbewusster geworden. Ne? Also es ist immer diese Erfahrung, die wir machen, wenn man hinter der Kamera, neben der Kamera und vor der Kamera steht. Weil in diesem Projekt haben alle auch die Technik bedient und waren dann vor der Kamera. Dann ist es so ein Sprung, was man nach vorne macht. Ja? Nicht nur dieses, klar, sie sagen, wir haben jetzt Freunde gefunden und wir kennen jetzt ganz viele Menschen, aber es ist vielleicht schwer, in sich hineinzuhorchen. Also ich glaube, das ist auch unglaublich viel passiert. Muntaka ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Er hat die Texte für die Musik geschrieben, eine Botschaft an seine Klassenkameraden. Ich wollte damit ausdrücken, dass egal wie dunkel die Situation gerade aussieht, es gibt immer ein Licht. Und ja, die Situation wird auf jeden Fall besser. Kann nur besser werden. Ich bin ein Fremder ohne Heimat, allein durch die Welt wandernd. Da gibt's Krankheiten und viel Gefahr. Doch dieses breite Licht, durch das ich gehe, ich gehe dorthin für meine Mutter, einfach nur um zu leben. Um zu leben ist am Sonntag im Apollo-Kino in der Pontstraße in Aachen. Um zu leben.